Hallo, in diesem Video geht es um die Herleitung des Knotenpotentialverfahrens. Wer sich nur für die Anwendung interessiert, der oder die möge sich vielleicht ein anderes Video von mir angucken, wo es wirklich nur um die Anwendung geht. Diese Herleitung ist ein bisschen aufwendiger, deswegen dauert das Ganze hier auch etwas länger. Ich habe wieder ein Netzwerk hier, das habe ich mal vorbereitet, da an der Stelle. Und um es gleich so ein bisschen vorwegzunehmen, ohne es zu begründen, Spannungsquellen, wie hier zum Beispiel eine ist, sind relativ ungünstig im Knotenpotentialverfahren. Deswegen sollte man die sofort umwandeln, sobald man das kann, mit einem Widerstand R3 in Serie hier zu einer Stromquelle. Das habe ich dann hier mal getan und das Netzwerk sieht so aus. Den Schritt habe ich mir gespart und schon mal vorbereitet. So, was ich als allererstes feststelle, ist, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 technisch gesehen Maschen. Wir können es auch ein bisschen kürzen mit 1, 2, 3, 4 Maschen. So, wir hätten also nach Kirchhoff vier Maschen. Wobei da ja gelten muss in dem Umlauf alle Spannung UI gleich 0. Und wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knoten. Einen davon können wir wegstreichen, weil das der Masseknoten wird. Wir haben 6 Knotengleichungen deswegen, an denen gelten muss, dass die Ströme, die rein rausfließen, in der Summe 0 ergeben. Macht unterm Strich 10 Gleichungen und 10 Unbekannte. Und das ist natürlich viel. Das ist auch eventuell ungünstig viel. Und wir suchen nach einem Verfahren, bei dem man eine dieser Gleichungen automatisch erfüllt. Eine der Regeln automatisch erfüllt wird. Nun, hier wählen wir, dass die Maschenregel automatisch erfüllt wird. So. Ja, wie machen wir das oder was machen wir da? Dann nehmen wir uns zunächst mal die Knoten her. Hier. Und fangen an, die durchzunummerieren. Wir nehmen den hier als den Knoten 0, den als den 1er, den als den 2er, den als den 3er, 4er, 5er, 6er. Okay, und jetzt definieren wir alle Spannungen, die in Bezug auf den 0er Knoten, den wir auch den Masseknoten nennen, und kann man auch so hinschreiben, den Masseknoten nennen, bezogen werden. Das wäre also hier unser U1,0. Man kann auch schöner schreiben, das wäre U2,0, hier hinten rum U3,0, quer durch U4,0, gerade runter U5,0 und hier jetzt U6,0. So, warum sind die Maschen jetzt automatisch erfüllt? Schaue ich mir mal eine Masche hier an. Zum Beispiel die hier oben, dann könnte ich ja da hinschreiben, dass hier mal oben links, so, oben links, da habe ich erst einmal den Spannungsabfall hier oben runter, das ist U4,0 minus U1,0 plus den Spannungsabfall über dem Widerstand. Der Widerstand hat den Spannungsabfall U1,0 minus U2,0 plus den Spannungsabfall in dieser Richtung, weil die Masche so rumlaufen soll, in dieser Richtung gerechnet, dann ist das plus U2,0 minus U5,0 und dann noch den letzten wieder in Richtung der Masche, die ich implizit zählen will, also gegen den Strom hier, plus U5,0 minus U4,0 und das soll 0 ergeben. Na, und das tut's auch. Die beiden gehen weg, der geht weg, der geht weg und die beiden gehen auch weg. Für jede andere Masche sei es dem geneigten Leser überlassen, das auszuprobieren.
für andere Maschen. So, wenn ich jetzt die Spannungsabfälle haben möchte, zum Beispiel den Spannungsabfall über U4, ich schreibe es mal, damit ich nicht noch mehr reinschmieren muss, als I4 mal R4, denn das ist ja der Spannungsabfall hier, dann kann ich das ausdrücken als U10 minus U20. So, und wenn ich den Spannungsabfall meinetwegen über I7 haben möchte, hier oben, das sieht so kompliziert aus, das ist es aber gar nicht. U7 ist gleich I7 mal R7 und das wäre, ich fange hier oben an, U20 minus U50. Das wäre genau der Spannungsabfall hier drüber. Und das geht für alle anderen auch. Okay, so, was muss ich jetzt machen? Dann stelle ich jetzt auf einem neuen Blatt die Knotengleichungen auf. Denn die sind ja die, die ich jetzt noch erfüllen muss und die mir fehlen. Knotengleichungen aufstellen. Ich mache noch einen Trick, der spart mir viel Schreibarbeit. G ist der Leitwert, ist gleich 1 durch R. Also ich werde nicht, ich müsste ansonsten sehr, sehr viel 1 durch R schreiben. Da habe ich keine Lust zu. Ich wähle eigentlich lieber, dass ich den Leitwert verwende. Und dann ist es eben G gleich 1 durch R. So, gucken wir uns die Knoten 1 an. 1. Was haben wir da? Welcher Strom fließt rein? Naja, zum einen ist das IQ, der reingeht. Dann geht raus I6. Ich gebe das aber nicht als I6 an, sondern rausgehend als I6 ist das U10 minus U40 mal G6. Ne, U10 minus U40 durch mal G6 bzw. durch. So, dann geht ebenso raus der Strom I4, der hier fließt. Das wäre also jetzt minus U10 mal, Quatsch, minus U20 mal G4. Und dann haben wir noch den hier, das ist der 1er hier. Das wäre jetzt also nichts weiter als minus U10 mal G1. Und das Ganze ist 0. Okay, ich sortiere das Ganze einfach mal um hier. Und zwar haben wir dann U10 mal G6 plus G4 plus G1 minus U20 G4 minus U40 G6 gleich IQ. So, einige werden sich jetzt fragen, warum da Minus steht und da nicht. Und wenn ich das auf die andere Seite bringe, müsste da auch Minus stehen. Ja, ist richtig, ich habe alles schon mal mit Minus 1 multipliziert, damit nämlich das U10, G und so weiter hier positiv rauskommt. Sieht einfach schöner aus, habe ich implizit gemacht und es mir gegönnt. Okay, gucken wir uns den Zweierknoten an. Am Knoten U2. Was haben wir? Wir haben keine Quelle, die da reingeht. Das ist schon mal ganz entspannt. Dann geht rein der I4. Das ist also U10 minus U20 mal G4. Dann geht raus minus U20 G2. Das ist das, was nach unten gerade weggeht. Vergessen Sie die Richtung von I2. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist genau die gegenteilige Richtung. Dann geht raus der Strom, der durch den R5 durchgeht. Das ist nämlich minus U20 minus U30 mal G5. Und als letztes noch der Strom, der nach oben weggeht. Das ist der minus U20 minus U50. Mal G7 und das ist auch wieder 0. Ich sortiere und multipliziere gleichzeitig mit minus 1, habe U20, sammeln wir das zusammen, dann ist das G4 plus G2 plus G5 plus G7
Dann haben wir minus U10G4 minus U30G5 minus U50G7 und da bleibt es die 0, dann macht das mit dem Minuszeichen nichts. Der Knoten 3. Wir saugen raus aus dem Knoten 3 UQ durch R3. Wir saugen raus den U3, also minus U30 mal G3. Dann meinetwegen minus U30 minus U20 mal G5 und nach oben geht weg minus U30 minus U60 mal G8, erstmal gleich 0, wieder umsortiert und aus diesem 1 durch R3 mache ich auch wieder implizit einen G3, dann haben wir alles schön auf eine Art und Weise, also U30 mal G3 plus G5 plus G8 minus U20 G5 minus und der oben U60 G8 gleich UQ. Minus minus gleiches Vorzeichen wie da muss es sein, also das Vorzeichen bleibt mal G3. So, Hälfte geschafft. Jetzt kommen noch die Knoten oben. Die sind vielleicht etwas einfacher. Oh, der ist sehr schön einfach. Das ist nämlich in den Knoten rein. Geht hier der Strom mit der Stärke U10 minus U40 mal G6 und U40 minus U50 mal G9 wird wieder rausgesogen. Das ist alles, was hier passiert. Wir sammeln U40 zusammen. G6 plus G9 und haben noch minus U10 G6 minus U50 G9 gleich 0. Wir haben den 5er Knoten. Da haben wir wieder 3. Rein meinetwegen U40 minus U50 mal G9 minus U50 minus U20 G7 minus U50 minus U60 G10 gleich 0, umsortiert auf 5, U50 G9 plus G7 plus G10 minus U40 G9 minus U20 G7 minus U60 G10 gleich 0. Ja, und dann brauchen wir noch einen 6er Knoten. Der wird wieder sehr schön einfach. Das ist U50 minus U60 mal G10 plus minus U60 minus U30 mal G8 gleich 0, umsortiert U60 mal G10 minus G8 plus minus natürlich U50 mal G10 minus U30 G8 gleich 0. Okay. So, ich hoffe, das konnte man noch sehen, auch wenn es wahrscheinlich... Jetzt schreibe ich das Ganze ein bisschen sauberer auf. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. So, und schreibe ich das in einer
in einer schönen Tabelle auf, wieder U1.0, U2.0, U3.0, U4.0, U5.0, U6.0 und da bleibt kein Platz für die rechte Seite. Naja, wir kriegen schon irgendwie hin. So, was habe ich unter U1.0 stehen? So, das sind, hier sieht man es, G1, G4, G6. G1 plus G4 plus G6. Dann habe ich bei U2.0, was habe ich da stehen? Minus G4. Was habe ich hier stehen? Am U4.0 minus G6. Die Nullen spare ich mir. So, dann habe ich hier am U2.0 stehen G2, G4, G5, G7. G2 plus G4 plus G5 plus G7 minus G4 minus G5 minus G7. Ich schreibe es nochmal hier eng dahinter, was wir hier jetzt hatten. Hier hatten wir es nämlich gleich IQ, hier haben wir gleich 0, die rechte Seite. So, dann der Dreier, da ist er. U3 hier. G3 plus G5 plus, falsch, G3 plus G5 plus G8. Der Vierer taucht halt, wo sind wir? Da. G5 und G8 minus U2.0, das ist der, der hier hinkommt, minus G5 und der Sechser ist hier minus G8 und wiederum eine 0. So, dann kommt der Vierer. Ich schreibe es vielleicht ein bisschen tiefer hier. Müsste noch gehen. So, da haben wir es. Der ist beim 4. Das ist die Stelle hier. G6 plus G9. Der 6er war der letzte. Minus G6. Und der ist dazwischen. Minus G9. Auch das ist 0. So, dann haben wir den 5er. Das ist bei U5.0 hier G7, 9 und 10. So, Verbindung mit dem U6.0 ist das minus G10. Mit dem U2.0, da muss ich mal eben gucken, wo haben wir da? U2.0. Ja. Haben wir nicht. U1.0 hatten wir hier. Das ist minus G6. Halt, ich bin in falscher Zeile. U2.0 minus G7. Und minus U4 ist minus G9. Das ist alles sehr unübersichtlich hier. Sehr schnell. Auch das ist 0. Und ich habe beim Dreier noch die Quelle vergessen, nämlich hier noch einzutragen, minus UQG3. So, brauchen wir noch den 6er Knoten, den letzten, U6.0, G10 plus G8, plus G8, falsch, G10 plus G8, minus G10, minus G8 und auch da kommt 0 raus. Okay, so, das ist das, naja, sauber aufgeschrieben, sagen wir es mal so. Nehmen wir mal an, es wäre sauber. So, was haben wir denn hier wieder? Also auf der Hauptdiagonalen, wenn wir das mal angucken, das ist nämlich das, diese Einträge sind das, dann sind das immer all die Leitwerte, die Summe der Leitwerte, die genau an diesem Knoten liegt. Das ist 1, 4, 6 da oben. Das ist 2, 4, 5, 7 hier.
Das ist hier beim Dreier 3, 5 und 8 und so weiter und so fort. Das heißt also Hauptdiagonale, Summe der Leitwerte direkt am Knoten. Naja, und was haben wir an den, auf den Nebendiagonalen? So, da stellen wir fest, gucken wir uns mal das hier an. Was ist das? Der G4 an dieser Stelle, das ist genau der Leitwert, der zwischen den beiden Knoten liegt. Und dasselbe haben wir hier auch. Zum Vierer hin, da, das ist genau der Leitwert, der zwischen den beiden Knoten liegt. Negativ, das ist überall negativ, Leitwert, der zwischen beiden Knoten liegt. So, wir können hier wieder das Ganze noch weiter analysieren und hier zum Beispiel noch mal reinschauen, was denn die Symmetrie der Matrix auf sich hat und so weiter und dem Zusammenbau. Wir finden schon mal hier wieder, dass das immer an den Schnittpunkten die Elemente sind, die auf der Diagonalen zweifach auftreten. Da ist es der Fünfer, nicht? Das können wir für jeden fortsetzen, hier, da. Das ist auch hier beim Siebener, der da und der da. Und wir stellen fest, dass die Matrix symmetrisch ist. So, sodass wir die ganze Geschichte jetzt auch nochmal sauber, also jetzt wirklich sauber aufschreiben können in Form eines Gleichungssystems. So, dann fangen wir an mit dem Knoten 1. Dann haben wir nämlich G1 plus G4 plus G6 am Knoten 2. Einen weiter. Dann haben wir G2 plus G4 plus G5 plus G7. Am Knoten 3, der da, haben wir G3 plus G2 plus G5. Am Knoten 4 ist es einfach, da haben wir nämlich nur G6 und G9. Am 10er haben wir G7, G9. G10 und am 8er zu guter Letzt haben wir noch G8 und G10. So, was ist dazwischen? Wir füllen es gerade auf. Minus G4 zum 4er minus G6 0, 0, 0. Spiegel machen wir später. Hier zum einen sau rüber, aber brauchen wir gar nicht, minus G4 zum Dreierknoten rüber, minus G5 und noch zum Fünferknoten hoch den G7, dann am Vierer koppeln wir zum Einser rüber mit minus G6. Halt, den müssen wir noch machen. Am Dreier koppeln wir rüber, zum Einser gar nicht, zum Zweier mit G5. Zum Vierer gar nicht, zum Fünfer gar nicht und zum Dreier mit G5. So, der Vierer koppelt rüber zum Einser mit G6, zum Zweier gar nicht, zum Dreier gar nicht, zum Vierer natürlich, zum Fünfer mit G9 und zum Sechser gar nicht. Der Fünferknoten, der hier, koppelt rüber zum Vierer mit G9, zum Einser nicht,
Zum Zweier mit G7. Zum Dreierknoten aber auch nicht. Und zum Sechserknoten wieder nicht. Der Sechserknoten koppelt. Nur zum Fünferknoten, und zwar mit G10. Und zum Dreierknoten mit G8. Und zu den anderen wieder gar nicht. So, das Ganze wird multipliziert mit dem Spannungsvektor. Ich nicht ganz sauber aufgeschrieben habe. Gleich. Jetzt brauchen wir noch die Anregung auf der rechten Seite. Dazu gehe ich noch mal einmal kurz hier dieses Bild zurück und stelle hier fest, dass da drin stehen auf der rechten Seite die Quellenströme, und zwar positiv in den Knoten. Negativ aus dem Knoten. Na gut, das machen wir hier. Schauen wir uns das an. Da wird nämlich in den Einser reingeschoben IQ, in den Zweier nix, in den Dreier wird rausgezogen minus UQ G3 und alle anderen haben keinen Quellenanschluss. Und das Ganze übergeben wir jetzt dem Taschenrechner. Naja, mit 6x6 wird es schwierig. Oder einem Gleichungslöser. Und heraus kommen die Knotenpotenziale. So, und damit wünsche ich noch weiterhin viel Spaß.